So, und direkt geht's weiter mit dem Baubericht. Jetzt können wir einen Brunnen machen, der ist auch wichtig für die Bevölkerung. Und in Konstantinopel haben wir ja jetzt die Kirche fertig, jetzt können wir hier auch einen Priester. Wollen wir den Gegner ein bisschen nerven mit dem Priester? Das wäre doch toll. Lasst euch erleuchten, mein Freund. So, der Priester geht hier hin. Ah ja, du bist doch sicher gut geworden. Kannst du nicht? Ich bin kein Diplomat, mein Freund. Ja, leider nicht. Wir müssen den Bischof exekutieren. Dazu müssen wir hier ein Bordell bauen oder ein Wirtshaus. Ja. Oh, jetzt sind viele im Krieg. Okay. Bündnisse gebrochen. Ja, ich weiß nicht, in welche Richtung wir ausbauen sollen. Wir brauchen noch einen Spion. Können wir nicht, schade. Ja, wir werden hier mal schauen, dann später, wenn wir einen Spion zur Verfügung haben. Ja, mein Herr, bin unterwegs. Und werden nun den Kaufmann wieder rausnehmen. Eröffne eine Handelsstraße. Jo, also dem Reich geht es sehr gut. Das kann man nicht lassen. Ist mir eine Ehre. Sehr gut, mein Herr. Das ist sehr gut, Hans. Richtig. Die Hand des Sultans so zu bedrängen, ist ehrlos und was? Beziehungen sehr gut und die nehmen das nicht an. Nun gut. Ach, egal. Ist doch egal, die sind sowieso zu weit weg, um Handelsrechte zu haben. Wahrscheinlich, weil ich ja ihm auf sehr schwer haben, nehmen sie die Handelsrechte nicht mehr wieder an. Ist mir egal, ich brauche keine Verbündete. Wir schaffen alles alleine. Und der ist Bannerträger. Okay. Nicht so gut. Eine frohe Natur. Ich bin auch eine frohe Natur. Ja, mein Herr. Ja. Ja, dann können wir ja, mein Herr. Ich denke mal, schon weitermachen. Ich speichere jetzt einfach jede Runde. Da kann man dann manchmal, wenn man falsche Fehler gemacht hat, wieder zurückgehen. Aber eben nur ganz große Fehler. Okay, die kommen jetzt wirklich nicht rüber, die bleiben dort. Es ist gut, wenn das Schiff dort ist. Also der hat 5. Wir haben jetzt auch 5. Wenn wir jetzt den haben wir immer noch 40%. Dann hat er wahrscheinlich auch 40%. Faire Herrschaft. Haben wir wieder verloren. Die Irene ist gestorben. Können wir mal den Stammbaum sehen? ja, das muss die sein. Ja, Irene. Okay. Friedlich eingeschlafen. Er ist auch friedlich eingeschlafen. Und der Alexander, wie geht's dem eigentlich so? Meistens rational. Gesetz. Der hat alles voll fast. Außer Frömmigkeit natürlich nicht. Aber das wird schon. Ja, eine Ortswache, gut. Dann gleich eine Stadtgarde. Und sonst ist nirgendwas los. Also die können hier durch. Hier haben wir das Schiff, dann können die Gegner hier nicht durch, oder was? Ein Priester in Konstantinopel. Ich bin Gottes Diener. Dann gehst du hier wieder zurück.
Ja, zwei ist besser als einen. Okay, da hat sofort zwei Levels bekommen. Sehr schön. Eine Ehre. Selbstverständlich, mein Herr. So, dann haben wir hier haben wir einen ungarischen Kaufmann. Oh, das ist besser. Ja, mein Herr. Ich habe Angst um den. Ich habe einfach Angst um den, solange es hier so viele Kaufmänner frei rumlaufen können. Wir brauchen eben einen Attentäter. Wir müssen die töten. Wenn wir es überhaupt schaffen, aber ich glaube nicht, dass wir es so einfach schaffen werden. Gehen wir mal hier hin. Die Ungarn. Ein Bündnis, bitte. Nein, wir werden so etwas nicht akzeptieren. Unser Gespräch. Oh, ja, ja. Dorthin kann ich nicht reisen. Sollen wir eigentlich, wenn die ja nicht rüberkommen, sollten wir eigentlich Ungarn jetzt angreifen? Weil die haben sehr wenig Truppen da oben. Komm, wir machen es. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Eure Majestät, ja, erteilt mir einen Befehl. Befehle, eure Majestät. Befehle. Ja, das wusste ich. Wir müssen ein paar zurücknehmen. Edler Herr? Zum Beispiel. Die hier können wir dann aus. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Aufstocken. Ja. Ja. Punktenschützen, jetzt ist gut. Ja, Herr. Dann gehen wir da zusammen und greifen die Ungarn an. Eure Befehle, edler Herr. Was ist jetzt hier drin? Hier war doch eine. Ah, die wurde hier runter. Die wissen gut getarnt. So. Haben wir das? Stadtmiliz, Sperrmiliz. Hier haben wir keine neuen Gebäude. Ist mir eine Ehre. Sehr gut, mein Herr. Ja, mit denen haben wir ja. Euer Befehl? Ihr habt einen Vorschlag für mein Volk? Damit endet wohl unser Teil. Selbstverständlich, okay, mein Herr. Okay, dann gehen wir hier weiter. Hier werde ich für die Nacht. Dann werden wir Ungarn angreifen. Die haben das abgelehnt. Das ist mir eine Ehre. Werden sie bereuen. Und nein, wir müssen uns einfach ausbreiten und Ungarn ist halt im Weg. Da kann wirklich Ungarn nichts dafür, dass sie jetzt den Erdboden gleich gemacht werden. Ah, ich schau mal. Das ist wichtig, dass wir hier auf Diplomatie gehen. Ungarn auswählen. Die haben Verbündete. Und Feinde. Also, Venedig ist ihr Feind. So. Schauen wir den mal kurz an. Mein Herr. Der hat 4. Ist Gold nicht mehr wert? Ich denke mal, Minen sind mehr wert. Wenn sie Goldminen sind. Oder Schwefelminen sind das. Bin unterwegs. 42, das ist doch super. Das ist super. Oh, oh, oh. Zum guten Glück bin ich zum Gold gegangen. Also wenn wir jetzt Ding angreifen, Ungarn angreifen, dann passiert uns nicht, weil wir nicht mit einem verbündet sind. Wir sind nicht mit einem verbündet. Okay. Ob wir einen Verbündeten bekommen, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, wie es sich halt. Ja, ob sie uns ermögen, durch irgendwas. Wollt ihr eine Audienz mit unserem Volk? Okay. Sehr gut. Bereite Hinterhalt vor. Lol, die werden angegriffen dort. Autsch, die werden zweimal angegriffen. Wie groß haben die ihr Reich? Ungarn,
Oh, denen geht's nicht gut. Aber die sind auch dumm gewesen. Beste 5 Seiten. Ich gehöre zu den besten Seiten. Dann schauen wir mal hier, meine ich. Hier wollte ich. Gebiete 2. 3 haben sie. Da ging's hoch. Die haben 3 Gebiete, wenn wir jetzt 1 einnehmen. Und die 1, dann haben sie immer noch ein Gebiet. Gut. Ist mir eine Ehre. Bin unterwegs. Edler Herr. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Natürlich. Wir beginnen. Oh, wir haben viele Truppen verloren. Gott hat den Gläubigen den Sieg geschenkt. Gott hat Beziehungen verschlechtert mit Vatikan. Ja, das ist normal. Krieg. Beziehungen verschlechtert. Ja, jetzt wird alles gezeigt. Okay, da haben wir Bran. Ging das schnell? Hafen unbedingt. Oder zuerst? Ja, komm, wir machen immer zuerst Kirche. So. Hier können wir einen Spion ausbilden. Sehr schön. Oder einen Diplomat. Nein. Ich wollte einen Kaufmann. So, einen Brunnen in Athen. Ja, hier ist ja der Dingsi Bungsi. Oh nein, nicht Stelle. Unbedingt ein Bordell. So. Da ist ja der Ding fertig geworden. Also, das Wirtshaus jetzt am Arbeiten. Für den Attentäter. Also wir haben jetzt eigentlich schon so langsam gut die Sachen. Jetzt müssen wir speichern, unbedingt. Ich will unbedingt das wagen. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir hier einen super Überblick. Gut, ja, hier ist Heiliges Römisches. Nicht die anderen. Ja, Preußen halt. Deutsche Ritter, meine ich. Ja, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Sehr schön. Die heutige Reise ist beendet. Ja, mein Herr. Die haben unseren Platz weggenommen. Ich kann das nicht. Das ist dann nicht möglich. Ich kann das nicht. Wie ihr wünscht. Ah, hierhin. Okay. Das nächste Mal gehen wir dorthin. Das ist unsere Mine, da werden wir uns schön aufstocken lassen. Und ich denke mal, Ungarn gehört dieses Gebiet noch oder dieses Gebiet da oben. Hier sehen wir halt nichts mehr. Aber ist egal. Steuern auf normal, bitte. So, und hier schauen wir mal, was die Religion macht. Jetzt ist es 10%, das geht nach oben. Das ist schon mal gut. Und dieser Imam, der nervt, den müssen wir exekutieren. Ja. Ist mir eine Ehre. Haben wir alles gemacht. Meine Herr? So, am liebsten möchte ich jetzt. Wir sind nicht so dumm, als dass wir mit dem Feind Geschäfte machen würden. Wir machen jetzt hier, nein, ein Diplomat. So. Grausamer Anführer. Hey, dem Alexander nimm gehört der schwarze Hengst. Der hat doch einen schwarzen Hengst. Ja, mein Herr. Sehr gut, mein Herr.
Du musst ihm das dem Alexander geben. Edler Herr, selbstverständlich. Wir sehen nicht viel. Thessaloniki, die Minen sind fertig. Und in Konstantinopel können wir dann die große Stadtgarde machen. Was können wir hier? Byzantische Lanzenreiter. Wenn wir hier... Ja, wir werden jetzt einen Hafen machen, der ist wichtiger. Und ein Rathaus. Ist egal. Es ist egal. So, ein Spion. Spion wie der Wille. Herr, ich muss mich bis morgen ausruhen. Ja, die haben auch Krieg. So. Nun. Ist mir eine Ehre. 70.000, gut, geht nicht runter. Edler Herr. Da wollte ich noch bewegen. Ja, Meister. Ja. Egal. Ach Gottchen, oh Gottchen. Wenn es doch 75% heißt, will ich auch eine 75% Chance und nicht eine 100%ige Fail-Chance. Spion. Okay, das ist Heiliges Römisches Reich. Preußen, meine ich. Und, ja. Ja, mein Herr. Wir können so wenig tun, wenn wir nicht im Krieg sind. Ah, der wollte nach oben. Ja, mein Herr. Mein Herr. Hierhin. Weiter gehe ich heute nicht. Ich bin bereit. Und dann können wir den zum Beispiel hierhin tun. Das ist besser. Es geht oder um hierhin. Geld, mein Herr. Ja, mein Herr. 89. Bleibt 89, gut. Ja. Der habe ich ja bewegt. Der da drüben auch. Ist mir eine Ehre. Ja, jetzt geht es halt immer wie schnell. Also, ja, jetzt geht es immer wie schnell. Das ist besser natürlich. Und, ja, das nächste Mal werden wir schauen, was hier ist. Dafür haben wir den Spion irgendwo. Ich weiß nicht, wo das... Wir haben doch einen Spion ausgebildet. Ah, dann haben wir den Kaufmann bewegt, der drin war. Ah, okay. Ja, wir werden mit einem Spion hier hingehen. Dann werden wir... Also wahrscheinlich mit dem Spion, den wir hier ausbilden, hier hingehen. Die einnehmen, wenn es gut ist, hier rüber gehen nach Sizilien. Schauen, ob dort die Spanier noch sind. So, ja, Schiff bauen, das hier lassen, oder das Schiff hier hin tun, das hat Erfahrung, und mit dem ein paar Schiffchen angreifen, wenn sie irgendwo haben, und sonst, ja, mein Herr. Du musst ja hier hin, ich fahre morgen. Okay, gut, also das nächste Mal geht's dann weiter, Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen.